Herr Bundespräsident, Herren Botschafter, geschätzte Damen und Herren, ich möchte Sie begrüßen zum Point de Presse anlässlich des Nuclear Security Summit hier in Washington D.C. Zum Thema des Gipfels und zu den Treffen des Bundespräsidenten, die schon stattgefunden haben. Herr Bundespräsident, ich übergebe Ihnen das Wort. Besten Dank. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke für Ihr Interesse. Sie wissen, was das Ziel des Gipfels ist, nämlich Vorsorgetreffen, sicherstellen, dass Terroristen und andere Unbefugte nicht mit Nuklearmaterial zu tun bekommen können. Es geht nicht nur um das waffenfähige Material oder um die Nuklearwaffen, es geht auch um weniger gefährliches radioaktives Material, mit dem man sogenannte schmutzige Bomben bauen könnte. Das alles muss verhindert werden. Terroristen haben nichts zu tun mit Nuklearmaterial. Andere Unbefugte haben genauso wenig zu tun mit nuklearem Material. Die Staatengemeinschaft hat sich diesbezüglich eindeutig ausgesprochen. Die Auswirkungen eines Anschlages, wenn es denn doch so weit käme, die wären natürlich verheerend. Und wir wollen gar nicht daran denken, was das bedeuten könnte. Umso wichtiger ist, dass Vorsorge getroffen wird. Präsident Obama hat den ersten Gipfel im Jahr 2010 einberufen. Es findet jetzt der vierte Gipfel statt und auch der vorerst letzte Gipfel. Die Schweiz war von Anfang an dabei und wir waren von Anfang an ein verantwortlicher Akteur im Kontext der internationalen Sicherheitspolitik. Es geht um Maßnahmen in drei Bereichen. Der erste Bereich ist der Abbau der weltweiten Bestände an hoch angereichertem Uran und Plutonium. Weil diese beiden Materialien waffenfähig gemacht werden könnte, also es geht darum, dass man dieses Uran und dieses Plutonium, das in verschiedenen Ländern vorhanden ist, dass diese Länder sich von ihrem Material in Richtung zentraler Lagerung befreien und damit die weltweiten Bestände entsprechend lokalisiert, reduziert werden. Dann geht es darum, dass nationale Maßnahmen getroffen werden, um das Nuklearmaterial sicherzustellen, da wo es noch liegt oder liegen bleibt, wenn liegen das richtige Wort wäre. Und drittens geht es darum, dass man die Zusammenarbeit intensiviert. Und der Gipfel hier in Washington ist sicher ein eindrücklicher Beweis, dass diese Zusammenarbeit gesucht wird. Die Schweiz ist in allen drei Bereichen aktiv. Im Bereich des Zusammenführens des Materials hat die Schweiz in den vergangenen Monaten 20 Kilogramm Plutonium, das vorher im Eigentum des Bundes war, in die USA überführt. Und wir haben auch etwas über 2 Kilogramm hoch angereichertes Uran aus dem stillgelegten Forschungslabor der Uni Basel in die USA exportiert. Das ist ein konkreter Beitrag der Schweiz zum Abbau der Bestände an gefährlichem Nuklearmaterial. Die Schweiz hat zweitens alle wesentlichen internationalen Übereinkommen ratifiziert. Wir setzen die internationalen Empfehlungen und die internationalen Standards um. Und dies wird uns auch von den internationalen Experten bestätigt. Und drittens setzt sich die Schweiz für die
Stärkung der Internationalen Atomenergieorganisation, der IAEA, ein. Für uns ist das eine zentrale Plattform der internationalen Zusammenarbeit und es wird in der Zukunft vor allem diese Plattform sein müssen, die dafür sorgt, dass die drei eben genannten Zielsetzungen weiter verfolgt werden. Die nukleare Abrüstung, die stärkt die nukleare Sicherheit und deshalb ruft die Schweiz auch zur weiteren Abrüstung der Nuklearwaffen auf. Die nukleare Sicherung muss umfassend sein und im Fokus der Gipfel stand über die letzten Jahre, vor allem das zivil genutzte Nuklearmaterial. Wir wissen aber, dass 83% des hoch angereicherten Urans und Plutoniums im militärischen Bereich gefunden wird. Und für diesen militärischen Bereich sollen auch internationale Standards etabliert werden. Es braucht auch in diesem Bereich mehr Transparenz. Es braucht mehr Transparenz bei den Staaten, die dieses Material besitzen. Das ist eine der Positionen, die wir als Schweiz hier in Washington einnehmen. Es müssen auch neue Herausforderungen antizipiert werden. Und das ist zum Beispiel alles, was mit Cyberbedrohung zu tun haben kann. Ich will noch ganz schnell zwei, drei Bemerkungen machen zum gestrigen Abend, die mir besonders aufgefallen sind und die gut in die eben gemachte Aussage zur Cybertechnologie passen. Es war Ban Ki-moon, der gestern Abend auf den Cyberterrorismus aufmerksam gemacht hat und der diese Aussage, diese mögliche Bedrohung mit den Nuclear Plants in Verbindung gebracht hat und das kumulierte Risiko angesprochen hat und natürlich aufgefordert hat, dass man sich diesem Risiko bewusst ist und dass alles getan wird, um dieses Risiko gar nicht erst aufkommen zu lassen. Präsident Obama hat gestern Abend gesagt, er würde sich eine Welt ohne nukleare Waffen wünschen. Er hat von einer Kultur gesprochen, die gelebt werden muss, um den Gefahren der nuklearen Materialien begegnen zu können. Er hat auch umfassend von den Bedrohungssituationen gesprochen. Auch er die Cyberbedrohung, auch er die mehrfach natürlich die nukleare Bedrohung, aber auch er in Abrundung all dieser Gefahren, die aufgezählt wurden, die biologischen Bedrohungen, die gingen in diesem Kontext nicht vergessen. Eine bessere Architektur der Verteidigung gegen diese Gefahren war eine Forderung. Das hat mir sehr eingeleuchtet und ich werde heute für die Schweiz sprechen, dafür aufrufen, dass man diese gemeinsamen Plattformen, um den nuklearen Gefahren begegnen zu wollen, dass man die weiter aufrechterhält, wenn es jetzt der vierte und vorerst letzte Gipfel ist im herkömmlichen Rahmen, dann muss es aus Schweizer Sicht insbesondere die IAEA sein, die im Zentrum steht. Und diese Plattform hat ja auch bereits zu einem Ministertreffen, zu einer Ministerkonferenz im Dezember aufgerufen.
In einem Satz, ich habe gestern den Sekretär Lou getroffen. Das ist eine völlig andere Thematik. Es ging darum, mit ihm mich kurz auszutauschen über die neu sich entwickelnden Marktöffnungsmöglichkeiten im Iran. Und in diesem Zusammenhang habe ich bemerkt, dass die Realwirtschaft, die dieses Land aufbauen helfen will und aufbauen helfen soll, damit dieses Land wieder in westliche Werthaltungen integriert werden kann über die Zeit, dass diese Realwirtschaft begleitet sein muss von einer Finanzdienstleistungswirtschaft und diese Finanzdienstleistungswirtschaft sich sicher genug fühlen muss, damit sie ihre Dienstleistungen anbieten kann. Und mit Sekretär Kerry kam es auch zu einer kurzen Begegnung. Dort habe ich vor allem die Thematik erwähnt, die heißt WTO-Mitgliedschaft des Irans mit der Zeit. Auch hier ist sicherlich genügend Zeit einzuräumen. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wer durch einen Prozess geht, um WTO-Mitglied zu werden, der hat sich vielen Normen, Vorschriften, Werthaltungen der offenen Welt anzuschließen und durch diesen Prozess gegangen, sind dann viele von uns heute gewünschten, um nicht zu sagen angemahnten Korrekturen, die der Iran machen muss, umgesetzt worden. Die Schweiz hat anlässlich meines Besuches in Teheran sich angeboten, eine Arbeitsgruppe, die diese Thematik vorantreiben soll, nämlich WTO-Mitgliedschaft, dass wir bereit sind, diese Arbeitsgruppe zu führen. Das sind die einleitenden Bemerkungen meinerseits. Vielen Dank, Herr Bundespräsident. Bevor wir jetzt zu den Fragen gehen, für die elektronischen Medien gibt es zum Schluss noch die Möglichkeit für Einzelinterviews. Jetzt möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Der Bundespräsident wird flankiert von Botschafter Benno Lackner. Er leitet den Bereich Sicherheitspolitik im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten und von Martin Dahinten, Schweizer Botschafter in den USA. Fragen? Monsieur Delaloy. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai commenté au Parlement dans le contexte des Fragestunden. Il y a presque deux ans que le Conseil fédéral a décidé de transporter ce plutonium et cet uranium aux États-Unis. Entre-temps, les institutions concernées ont travaillé, ont fait le travail. Et comment ça se passe techniquement, je ne peux pas l'expliquer moi en détail, mais ce que je sais, je suis très content de savoir que tout ce processus a très très bien progressé et a atteint finalement son but sans inconvénience durant les presque deux ans de procédure.
Mais c'est peut-être Monsieur Lackner qui peut vous parler un peu de des technicalités. Merci, Monsieur le Président. Bien, du point de vue technique, évidemment, c'est du matériel qui est très dangereux à gérer. Donc, il faut bien préparer le transport. Il faut des containers spécialisés pour transporter ce matériel. Il faut des véhicules spécialisés. Il faut des bateaux spécialisés pour le transporter de l'Europe aux États-Unis. Donc, c'est très compliqué et aussi très coûteux à cause de tous ces nécessités spécifiques. En ce qui concerne les détails, là, je dois aussi demander votre compréhension. Ces transports se font toujours aussi dans la confidentialité et selon les standards internationaux et selon la législation suisse en la matière. Weitere Fragen? Ja, bitte. C'est une question très, comment dire, très délicate. J'étais très attentif hier soir quand on a parlé autour de la table, quand on parlait les représentants des pays nucléaires et des grands pays. Principalement, on était très prudent pour ne pas créer de contre-réaction. Mais on a abordé la situation, on a constaté que la Corée du Nord poursuit un programme d'après ses persuasions. Et personnellement, je dirais, plus tôt ou plus tard, on doit arriver à une situation où on peut regagner la Corée du Nord dans la communauté qui s'appelle communauté du monde qui fait ce qu'on peut faire pour contrôler ces armes nucléaires. On n'a pas pointé avec la main pour ne pas créer des réactions défavorables. Oh, je ne peux pas le juger. La situation est totalement différemment vis-à-vis de celle de l'Iran. Avec l'Iran, on a trouvé un chemin pour progresser pas par pas. Avec la Corée du Nord, on est dans une phase totalement différemment et moins mature. Et pour cette raison, ce n'est pas raisonnable d'arriver avec des spéculations juste maintenant. Je suis positif en ce qui concerne le développement avec l'Iran durant les 300-400 en arrière, les quelques mois en arrière. On a quand même fait un premier pas
significatif. Et sur cette base, on peut développer des relations avec l'Iran d'une manière positive. Je reste positif, oui. Ça dépend du progrès. D'après moi, naturellement, on devrait avoir plus tôt ou plus tard la possibilité de les inviter parce qu'ils se sont établis dans le même concert. Sie sind der einzige Vertreter der gedruckten Presse, also eine letzte Frage vielleicht und dann. Le matériel était toujours très très bien protectionné. Et en ce qui concerne le transport, Monsieur Lackner, je suis maintenant vous expliquer comment ça se passe. Et ici aux États-Unis, une fois arrivé, nous attendons une protection. Impeccable, ça c'est absolument clair que il n'y a aucun espace pour risquer un minimum, ça doit être wasserdicht à 100% et les États-Unis le garantissent. Non, ça n'a absolument rien à faire l'un avec l'autre. La crédibilité de notre pays est impeccable. Et je dirais, moi, ma crédibilité n'est pas relativée. Et pour cette raison, je me réjouis d'être ici, à Washington, et de participer à ce sommet. Merci beaucoup.